So, hallo meine Lieben. Wir machen weiter im Ranking. Wir sind inzwischen im 9er Bereich angekommen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, doch noch ein Video dran zu hängen. Und ja, ich hoffe mal einfach, dass das jetzt auch ein paar schöne Siege gibt. Werden wir jetzt mal sehen, wie das so klappt. So, was bekommen wir als erstes? Und wir bekommen als erstes einen Hunter. Ich muss sagen, also so. Boah, ich werde langsam ein bisschen nervös. Also, man kommt weiter vor im Ranking und man denkt sich so, wenn man jetzt ein paar Spiele verliert, ich werde so runterfallen. Ja, sehr schön. Dann kriege ich auch erstmal so bescheidene Karten. Ach, na gut. Mal gucken, was sich daraus machen lässt. Was hat er wohl für ein Deck? Okay, also jetzt vom ersten Gedanken her würde ich sagen, ist das ein Wildtierdeck, was er hat. Werden wir jetzt mal sehen, ob sich das bestätigt. Okay, was spiele ich jetzt aus? Machen wir das doch mal so. Hoffen wir mal, dass er jetzt keine Sprengfalle hat, sonst ist meine erste Angriffswelle schon mal weg. Wäre schade, ich würde gerne mit denen nochmal zuschlagen vorher. Und ja, fast genauso bitter. Mit dem hätte ich jetzt auch angreifen können. Okay, eigentlich bleibe ich ja mal offensiv, aber den mache ich jetzt einmal schnell weg. Ich hätte gerne was behalten, diese Angriffswelle. Aber naja, sollte nicht sein. Was haben wir jetzt hier? Ein Eber. Schade. Vier. Werde ich jetzt erstmal die Waffe nutzen. So, nächste Runde mal die Sprengfalle rausbringen. Oder Leroy Jenkins. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Oh, zwei Eber. Nein, und die haben auch noch richtig getroffen. Okay, verdammt. Ich lasse mir jetzt die Sprengfalle. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ich mache jetzt mit Leroy Jenkins das. So, soll ich ihn jetzt noch angreifen? Ne, ich glaube, den Angriff spare ich mir gerade auf, da ich keine Waffe zum Ersatz habe. Wäre natürlich jetzt wundervoll, wenn er erst mit dem Eber mich angreift, weil dann ist bei ihm die Seite erstmal sauber wieder. Aber ich glaube, den Gefallen wird er mir nicht tun. Ich glaube, er wird mit diesem kleinen Welping, ja, Leroy angreifen. Und jetzt haben wir den anderen. Der lässt sich aber ein bisschen Zeit, ne? So. Oh, ich ziehe ganz genüsslich. Okay, ich glaube, er weiß, was ich auf der Hand habe. Jetzt überlege ich mal gerade 3, 6. 8, ne, 3. Ja. Gut gespielt. Danke, danke. Ja, so machen wir das. Ich bin allein. Und das wär's gewesen. Kriegt er auch noch ein gut gespielt. Gut gespielt. So. Uhu, eine neue goldene Standardkarte. Ne, Basiskarte heißt es ja. So, dann direkt mal in die nächste Runde. Das ging ja auch wieder recht flott. Waren wir knapp 4 Minuten jetzt mit beschäftigt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht.
Hexer gegen Malfurion. Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Bin ich aber gespannt, ob das. Behalte ich jetzt in der Kangolem oder nicht? Ich versuche eine niedrige Karte nochmal zu kriegen. Boah, das ist doch schon mal etwas besser. Hätte gerne einen Lepra-Gnom gehabt, damit ich was in der ersten Runde ausspielen kann, denn der Unteroffizier, den Unteroffizier spiele ich einfach nicht gerne in der ersten Runde aus. Dieser Angriffsschaden plus 2 für so eine niedrige Karte finde ich dann doch ein bisschen zu reizvoll. Okay, ihm haben seine Karten wohl gar nicht gepasst. Ich hoffe, sie passen ihm immer noch nicht. Ah, das ist auch schon mal okay. Der Worgenspitze. Der ist auch jetzt mal nicht so schlecht. Okay, was kommt jetzt? Ah, okay. Gut, dass ich meinen Arkan-Golem weggepackt habe, weil ich möchte dem Guten nicht unbedingt mehr Mana als nötig geben. Das sind mir jetzt auch schon Mana voraus. So, ich muss noch mal gerade was trinken. So, mal so. Ja gut, gefällt mir doch jetzt eigentlich schon einigermaßen gut. Ich meine, ich hätte gerne. Ja, ich hätte gerne eine Sprengfalle. Für den Fall der Fälle. Aber seine Karten scheinen ja gerade momentan mal so gar nicht zu gehen. Oder fast würde mir jetzt auch sehr gut gefallen, wenn ich das hätte, aber naja. Okay, jetzt kommt sicher ein dicker Tank, bei meinem Glück. Und 5 Leben werden wieder hergestellt. Na gut, es ist kein Tank, aber naja. Okay, also wenn er jetzt nichts zum Leben regenerieren hat, sieht es nächste Runde bitter für ihn aus. Okay, ja, gut. Schön. Hooray, okay. Ja, das lief doch jetzt mal gar nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt nochmal ein Sieg folgen wird. Wäre natürlich sehr schön, jetzt dann auch noch ins 8er Ranking zu kommen. Oh, seht ihr, wieder gegen Sphere. Wieder gegen den gleichen. Okay, ich behalte mal für ihn lieber eine Eule auf der Hand. Weil ich habe nicht viel von seinem Deck gesehen. Und, ah, shit. Nicht so gute Karten. Ich hoffe, jetzt kriege ich noch was für die erste Runde. Grüße. Kriegt er erstmal ein freundliches Hallo, da wir uns ja eben getroffen haben. Oh, ich krieg keinen Grüße zurück. Okay, ich. Er mag mich scheinbar nicht so gerne. Gut, der gleiche Anfang von ihm wie eben. Meiner wird ähnlich beginnen. Ja,
Das mag mir doch schon mal gar nicht gefallen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade vergessen. Kann ich das? Nee, ne? Gut. Alles klar. Ich war gerade mir echt nicht mehr sicher, ob ich die überhaupt anvisieren kann. Kann ich nicht. Gut, peinlich. Dann bringe ich jetzt Messerjongleur oder bringe ich erstmal was anderes raus? Ich bringe jetzt... ach komm, was soll's. Bringe ich direkt Messerjongleur mit raus. Gut, und seiner wächst still und heimlich vor sich hin. Mir wäre lieber, wenn er jetzt noch ein paar kleine Karten rausspielt, die möglichst keinen Ansturm haben. Dann könnte ich wieder Lass die Hunde losrufen. Oder er greift mich an. Was mich jetzt allerdings ein bisschen verwundert. Was machen wir denn jetzt? Es ist zwar kein Tank, aber ich möchte nicht, dass er zu mächtig wird. Und dann spielen wir doch den aus. Ja gut, das bringt ihm ja persönlich nicht viel. Was kommt jetzt? Ach ja, dachte ich mir schon, dass so ein Prankenhieb jetzt kommt. Ich habe eben noch so drüber nachgedacht. Ha, sagst du es? Und so, nein, du willst es nicht beschwören. Gut, okay, er hat scheinbar leider daraus gelernt. Gehe schnell auf seine Einheiten. Gut, Leo Jenkins, ne, wird jetzt auch nicht lange überleben. Tut er ja nie. Komm, greif mich bitte zuerst an, bitte. Das Licht scheint auf ihn. Nein! So meinte ich das nicht. Bitte. Das ist schon nicht schlecht. Verdammt, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt nicht wirklich großartig was ausspielen, weil das wird sowieso drauf gehen. Hm. Tank hat er auch nicht, da lohnt sich die Eule nicht. Werde ich mich mal ein bisschen einigeln gerade und ihn langsam, aber stetig beschießen. Ich hoffe, jetzt kriege ich einen Wogenspitzel, wäre ganz angenehm. Okay. Lepragnom ist jetzt auch mal gar nicht so schlimm. Dieses Geheimnis nervt mich nur gerade tierisch. Ach, das muss doch nicht sein. Sphere, mein alter Freund. Wir hatten doch eine so schöne Partie. Lass uns sie doch genauso beenden, wie wir sie eben beendet haben. Wo soll ich zuschlagen? Und Spott. Ja. Gut, da muss ich jetzt mal was unternehmen. Das geht so nicht weiter. Okay, was haben wir? Wir haben... Mhm. Ja... Gut, die Eule muss leider daran glauben. Ich muss ihn angreifen, um die Sprengfalle jetzt loszuwerden. So. Drei, sieben Leben kann ich ihm so abziehen. Das ist leider zu wenig. Ich müsste noch zwei Mana mehr haben, dann ginge das. Ja, Zeit verfliegt. So, er kann... Ich sehe da gerade
Okay, ich muss das so machen, auch wenn ich da gerade nicht viele. Da ich da einfach gerade nicht viele andere Möglichkeiten sehe. Also ich versuche, den Schaden gering zu halten. So. Okay, er greift mich jetzt an. Ich hoffe, er kann mir keine zwei Schaden verursachen. Shit. Verdammte Axt, das war es mit meiner Siegesträhne. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Verdammt. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also ich müsste ja noch zwei Spiele gewinnen. Wir versuchen das mal jetzt einfach. Wir versuchen das jetzt einfach mal, wenn ich das Game gewinne. Werde ich danach nochmal ein Spiel machen, hoffentlich das auch gewinnen, um ins höhere Ranking zu kommen. Ja, wenn ich das nächste jetzt verliere, ich glaube, dann würde ich nochmal einen Break machen und morgen in alter Frische. Archie, ich kämpfe gegen Archie, alles klar. Gut, der Anfang sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus, ein Messer-Jongleur wäre noch ganz nett. Tauschen wir mal die Beine. Ja, doch, tauschen wir mal die Beine gegen Messer-Jongleur. Komm, ein Messer-Jongleur. Oh, ärgerlich. Na gut, man kann nicht alles haben. So, was. Okay. Mhm. Lass uns mal so raus und gucken, was jetzt weiterkommt. Ob da was kommt? Ja. Ach, dass sie meinen kleinen, lieben Lepragnom einfach nicht in Ruhe lassen können. Ich verstehe das Problem, was sie mit dem haben nicht. Ich finde den ist, der ist so ein charmantes Kerlchen. Ach ja. Ich finde ihn, das ist so ein charmantes Kerlchen. Das war auch eine sehr gelungene Formulierung von mir. Ja, gut gemacht, Julian, gut gemacht. Ich jage allein. Ah, das gefällt mir noch nicht. So, die Karten. Nee, kommen gerade nicht die richtigen. Klar, eine 7-4er weg mal. Warum nicht? Warum nicht? Was machen wir denn da mit der 7-4er? Eigentlich müsste ich da jetzt mal. Ach ja. Ich weiß, ich muss da drauf, auch wenn ich nicht will. Ich jage allein. Ja. Und. Gut, mit dem Feuerball würde mich eh jede Runde nerven. Da kann ich auch den Lepragnom rausbringen. Ja, naja, so zwinge ich ihn wenigstens, seine Mana was zu verbrauchen. Ich mag aber keine Geheimnisse. Okay, es können jetzt diverse Geheimnisse sein. Ich jage allein. Fangen wir erstmal hiermit an mit dem Angriff. Okay, es ist keine Rüstung. Dann könnte es noch Zauberkonter sein. Und beim Zauber passiert auch nichts, okay. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Kopie. Was natürlich jetzt schlecht wäre, wenn ich Leroy Jenkins gleich ausspiele. Genau deswegen, weil meine Falle jetzt ausgelöst wird. Mhm. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Ja, machen wir jetzt einfach mal die Kombination. Und
den kleinen weg. Angriff, Angriff und Angriff. Natürlich noch ein schönes zweites Geheimnis. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist... Je nachdem, ob er greift mich an das andere nicht. Ja, ich glaube, er greift meinen Hund an. Wenn er meinen Hund angreift, dann könnte es gut sein, dass es dieses Geheimnis ist. Mir ist gerade der Name entfallen. Vernichtet den die angreifende Kreatur. Ah, das gefällt mir jetzt doch schon mal gar nicht. Ja, ich könnte jetzt Leroy Jenkins rausspielen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ein Fehler. Wenn ich jetzt Leroy Jenkins ausspiele und das geht in die Hose, wird er mich im nächsten Zug besiegen können. Ansonsten aber auch. Ah, das ist gerade eine knifflige Geschichte. Ich warte jetzt nochmal eine Runde. Es könnte mein Untergang sein. Aber vielleicht habe ich auch Glück. Ah, Dr. Boom. Okay. Irgendwie macht er sich gerade nicht die Mühe, mich anzugreifen. Verdammt, das war der Gegenzauber. Okay. Okay, dann ist jetzt meine einzige Chance Leroy. Ich hoffe, er wird jetzt nicht unbesiegbar. Oh, Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn er jetzt noch unbesiegbar geworden wäre. Bin was erleichtert. Ja, doch, doch, doch. Ich dachte mir so, hoch, ja. Ob das jetzt noch klappt. Ja gut, ich habe ja gesagt, ich mache nur eine Runde, gucken wir jetzt, dass das was gibt. Ich bin ja mal gespannt. Ich würde ganz gerne nämlich noch in dieses 8er Ranking reinkommen in diesem Video. Was ist das für ein Name? Zirs? Zirs. Okay, Zirs. Ich grüße dich. So, ja, schön. Waffen habe ich erstmal genug. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Messer Jongleur, wie lieb von dir. So. Machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Ärgern wir den Greif. Spiel mit der Fahne. Was können wir noch machen? Schild kaputt machen. Tür zu. Dachziegel lösen. Nee, ich will das Geheimnis nicht auslösen. Was können wir noch? Machen wir hier noch ein Loch rein. Schleifen den Brunnen. Einmal den Brunnen. Licht aus. Kaputt. Schön. Da habe ich hier noch was im Ohr. Glung. Ja, ich glaube, hier gab es nichts mehr sonst zu machen. Doch, hier gab es noch irgendwo. Ach, genau, hier im Brunnen gab es noch einen Stein. Genau. So, kaputt. Ja, ach komm, ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass er nicht mit Tank spielt. Gut, eine Kopie. Gut, jetzt kann er diese Runde. Ah gut, oder auch so. Ja. Jetzt vernichte er leider alle meine Diener erstmal.
Das ist meine Waffe, ist unnütz für die nächste Runde. Diese allerdings nicht. Ja, machen wir doch diese Reihenfolge. Wir kommen nächste Runde die Sprengfaller mit... Oh, ich weiß noch nicht. Was werde ich wohl ziehen? Wir dürfen alle gespannt sein. Was soll ich... Also schön viel mit Zaubern wird er spielen. Das ist doch toll. So, Wildtier habe ich gerade nicht. Das. Dann warten wir die eine Runde. Mal gucken, was jetzt kommt. Gut, erstmal sowieso ein Angriff. Da so auf Zauber vorbereitet und einstellt. Ein Wildtier. Das sieht nicht nach einem Wildtier aus, meiner Meinung nach. Gut. Na, gucken wir mal. Wenn er sich jetzt nicht heilt oder ein Geheimnis mit Rüstung oder Unverwundbarkeit oder bla, kriegt... hat er nicht so ein E verloren. Aber jetzt will ich hier gar nicht großartig tönen, denn wir alle wissen, wie schnell sowas nach hinten losgehen kann. Zum einen Moment, haha, gleich habe ich gewonnen. Ich habe ja noch viermal so viel Leben wie er fast. Und dann, zack. Schlag ins Gesicht. Fulletfund ins Gesicht, hier bitte manchmal. Und da guckst du aus der Wäsche. Gut, sieht gerade nicht so danach aus, als wüsste er, was er jetzt tun könnte. Sieben. Okay. Und noch zwei Leben. Und mit diesen zwei Leben schreite ich dem Sieg entgegen. Puh. Und wir haben das 8. Ranking erreicht. Und sind jetzt ein Frostwolfskriegsfürst. Gut, das Video ging jetzt auch eine halbe Stunde, wir sind bei meinem 100. gewerteten Sieg angekommen für den Jäger und ich werde hier einen Cut machen. Ich werde mich jetzt auch mal ins Bett begeben, das also mal Revue passieren lassen, mich sammeln und natürlich tief und fest schlafen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr schaut gerne weiter zu. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich immer sehr freuen. Gebt mir auch gerne Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Video würde ich sagen. Euer Jonitas.